Ja, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem neuen Vortrag in der Serie Faszination Astronomie Online. Mein Name ist Oliver Krause, ich bin Wissenschaftler hier am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und ich freue mich, Ihnen heute über ein Projekt zu berichten, was uns hier am Institut ja seit mehr als 20 Jahren schon beschäftigt, nicht nur uns, auch andere Wissenschaftler und Ingenieure weltweit. Und es geht um das James Webb Weltraumteleskop, was Ende dieses Jahres ins All starten soll und von dem wir uns alle ganz tolle neue Ergebnisse, Daten und ja, bahnbrechende Ergebnisse erwarten. Wie Sie wahrscheinlich wissen, ist natürlich die Astronomie sehr eng verbunden mit der Gewinnung von Beobachtungen und Beobachtungsdaten. Wir können ja nicht sozusagen wie ein Physiker normal ein Experiment durchführen im Labor und es eben modifizieren, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir sozusagen sehr gute Daten und Beobachtungen bekommen von den kosmischen Objekten. Und deswegen geht es eben sehr eng mit der technologischen Entwicklung von solchen Instrumenten einher. Und dieses Feld möchte ich Ihnen heute ein bisschen näher bringen. Und es ist natürlich ein spannendes, großes Projekt. Wenn Sie an ein Weltraumteleskop denken, dann wird man wahrscheinlich zunächst mal an das Hubble-Weltraumteleskop denken, das ja sehr bekannt ist und das wirklich fantastische Ergebnisse geliefert hat. Das ist jetzt ja seit, ja, letztes Jahr war das 30-jährige Jubiläum, seit es sozusagen in den 1990 ins All geflogen ist. Und ich finde das Bild so schön hier, weil man eben das Hubble-Teleskop sieht, hier vor der Erdoberfläche in 550 Kilometern Höhe in der niedrigen Erdumlaufbahn. Und man sieht hier hinten diesen dünnen Schein der Atmosphäre, die paar Kilometer Lufthülle, die um uns herum ist und die sozusagen ja auf die Astronomie doch einen erheblichen Einfluss hat, weil sie eben zum einen Strahlung verschluckt, Strahlung, die wir eigentlich gerne messen wollen, aber eben und zum Beispiel auch die Lichtfront, die Lichtwellenfront unscharf macht durch Turbulenz. Und deswegen sind natürlich jetzt diese Hubble-Aufnahmen so spektakulär und Sie haben die alle gesehen, also wo man eben in brillanter Schärfe wirklich fantastische Bilder bekommt von allen Himmelsobjekten, die man sich so vorstellen kann. Das Schöne ist ja an Hubble eben, dass es wirklich ein Observatorium ist, dass man auf jedes Objekt am Himmel ausrichten kann. Man sieht im Wesentlichen Objekte im optischen Spektralbereich, also so wie wir das mit unserem Auge sehen würden, wenn wir jetzt so ein großes Auge hätten, wie Hubble das hat. Also es hat einen 2,4 Meter Spiegel, deswegen diese Detailschärfe. Und ich neben dem wissenschaftlichen Wert, der natürlich enorm ist, wenn man sich nur die letzten Jahre anschaut, die Entdeckung der dunklen Energie, der Nobelpreis dafür, das waren im Wesentlichen auch Hubble-Daten, ganz viele Ergebnisse, die mit dem Teleskop wirklich gewonnen worden sind, ist es vor allem auch, denke ich, die Ästhetik von diesen Aufnahmen, die so fantastisch ist. Also es sind wirklich ganz tolle Daten, die seit 30 Jahren da gewonnen worden sind. Und natürlich ist deswegen auch früh der Wunsch entstanden, dass man natürlich irgendwann Nachfolger braucht für Hubble, denn es ist natürlich klar, das Teleskop ist alt und das fällt auch immer mehr aus, gerade jetzt, wenn Sie das mitverfolgt haben. In den letzten Wochen gab es große Aufregung, ist wieder ein Computer an Bord ausgefallen, man hat ihn gerade noch mal so hingekriegt und man hat auch den Vorteil gehabt bei Hubble, dass man das sozusagen ja, als es das Space Shuttle noch gab, warten konnte. Aber irgendwann ist natürlich die Lebenszeit vorbei und da ist jetzt für einen Nachfolger gesorgt, der, wie gesagt, Ende des Jahres starten soll. Und als Einstimmung für meinen Vortrag möchte ich Ihnen kurz einen Trailer hier vorführen, den unsere Kollegen von der NASA gemacht haben. Der fasst so ein bisschen den Vortrag zusammen, was Sie jetzt in den nächsten 30 Minuten so erwarten können. Ich fange den einfach mal an. Schauen Sie sich den mal kurz an.
Ja, Sie haben gesehen, da steckt eine Menge Entwicklung drin in diesem Observatorium. Deswegen hat es jetzt wirklich bisher 25 Jahre schon gedauert, bis wir an diesem Punkt sozusagen stehen, das jetzt demnächst ins All starten zu können. Und es sollen wirklich eine Menge ganz, ja, wichtiger Fragen in der Astrophysik angegangen werden. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz einen Bogen zurück und fange mal an mit einem Blick auf unseren Sternenhimmel, so wie wir den mit unseren Augen haben. Also das ist hier ein schönes Panorama, wie ich finde, von Hawaii aus aufgenommen. Das ist einer der besten Beobachtungsorte, der Vulkan Mauna Kea, der über 4000 Meter hoch ist und sozusagen die ganze Atmosphäre zum Großteil schon unter sich hat. Und von dort kann man eben einen sehr schönen Blick sozusagen ins All, in optischen Wellenlängen im Wesentlichen genießen und nutzen. Und jetzt ist es natürlich so, dass dieses sichtbare Licht, was letztendlich, wenn wir mit unseren Augen zum Himmel schauen, letztendlich Licht von Sternen ist, die sozusagen durch ihre thermische Emission das produzieren, natürlich nur ein kleiner Teil der gesamten Strahlung, die aus dem Kosmos zu uns kommt. Und das ist hier eine schöne Collage von sozusagen der Milchstraße jetzt in ganz anderen elektromagnetischen Spektralbereichen, wo wir sozusagen unten die hochenergetischen Strahlungen haben, Gammastrahlen, dann die Röntgenstrahlung, das Optische und zum Infraroten und zu den Radiowellen hin. Und all diese Fenster ins Weltall, die erlauben uns als Astrophysiker ja Prozesse zu charakterisieren, unsere Theorien sozusagen daran zu überprüfen. Und es ist natürlich extrem wichtig, dass man Zugang zu diesen Wellenlängenbereichen hat und das ganze elektromagnetische Spektrum zu untersuchen. Es ist im Wesentlichen ja die elektromagnetische Strahlung, die das Einzige ist, was wir aus dem Weltall mehr oder weniger aufnehmen und analysieren können. Und deswegen ist natürlich so wichtig, dass wir eben die adäquaten Beobachtungsmöglichkeiten haben. Und da leben wir im Moment, kann man wirklich sagen, in einem goldenen Zeitalter der Astronomie und Astrophysik, weil es natürlich aufgrund von technologischen Fortschritten möglich ist, diesen ganzen Bereich sozusagen zugänglich zu haben und eben mit extrem empfindlichen und genauen Messmethoden diese Daten aufzunehmen. Und was Sie hier auf diesen Fotos sehen, das sind drei Observatorien am Boden und zwei Satelliten. Also unten links, das ist sozusagen das Very Large Telescope in der Atacama-Wüste in Chile. Das ist so, ja, das größte optische Observatorium, was wir momentan haben. Rechts daneben, das ist das Extremely Large Telescope, was im Moment im Bau ist. Da sind auch Kollegen hier am Institut in Heidelberg zum Beispiel dran beschäftigt. Das wird ein sehr großes optisches Teleskop und oben sieht man ein Radioteleskop. Und all die Teleskope, die sind deswegen so groß, weil eben das Licht als elektromagnetische Welle die Eigenschaft hat, dass eben je größer die Winkelauflösung sein soll, desto größer muss der Hauptspiegel sein, um sozusagen durch die Beugungserscheinung diese Winkelauflösung zu erreichen. Und natürlich ist auch die Lichtsammelfläche größer. Und das bringt uns immer dazu, sozusagen größere Spiegel einzusetzen, um eben empfindlicher und mit einer höheren Winkelauflösung beobachten zu können. Der andere Aspekt ist jetzt, wie gesagt, der Spektralbereich, denn der erlaubt es uns jetzt ganz unterschiedliche Prozesse anzuschauen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Sie hier auf diese Folie schauen, da sehen Sie jetzt auf der linken Seite den Sternenhimmel wieder, so wie vorher, wie wir den mit unseren Augen sehen würden. Man sieht den Orion und die drei Gürtelsterne in der Mitte, unten drunter so was Nebliges. Das ist der Orionnebel. Das ist ein Sternentstehungsgebiet im Orion, in dem heute noch junge Sterne entstehen, in diesen Gaswolken und Staubwolken dort. Und wenn ich jetzt diese gleiche Region im infraroten Spektralbereich anschaue, also der Wärmestrahlung quasi bei ein bisschen längeren Wellenlängen, dann sieht es ganz anders aus. Dann sieht man jetzt nicht mehr diese Sterne, die sozusagen bei den hohen Temperaturen im optischen leuchten, sondern man sieht jetzt kühleres Material, was sozusagen bei längeren Wellenlängen die Emission abgibt. Und die thermische Emission, die findet dann im Bereich einiger Mikrometer, einiger 10 Mikrometer statt. Und das ist dann eben jetzt kaltes Material oder kälteres Material, was man hier sieht. Und sehr viele Prozesse im Universum sind in solchen dichten Umgebungen, dichten Gas- und Staubwolken eingebettet. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man die untersuchen kann. Ein anderes Phänomen sozusagen ist, dass eben Licht, kurze Wellenlängen vor allem, die werden sozusagen durch Staubpartikel absorbiert. Also die Strahlung von einem Stern sozusagen wird verschluckt, wenn davor Staubpartikel liegen, weil die Staubpartikel sozusagen größer sind als die Lichtwellenlänge.
haben keine Möglichkeit, da quasi drumherum zu kommen. Und deswegen sieht man jetzt so eine Dunkelwolke. In dem Fall ist es Barnard 68. Das ist eine bekannte Staubwolke, die so im Weltall liegt. Und man kann jetzt sozusagen diese Silhouette sehen, weil eben die Sterne dahinter da nicht durchleuchten können. Und wenn ich jetzt hier sozusagen wieder so eine warme Kamera einschalte mit längeren Wellenlängen, dann sieht man auf einmal diese Sterne da durchscheinen, weil die längeren Wellenlängen jetzt es dem Licht erlaubt, um die Staubpartikel herumgebeugt zu werden. Also man hat eben eine Möglichkeit, sozusagen da in so ein dichtes Gebiet hineinzuschauen. Und das Gleiche auf der rechten Seite auch, das ist auch ein bekanntes Sternentstehungsgebiet, in dem Fall mit einem Hubble-Bild nochmal und wenn im Optischen. Und wenn ich jetzt auch hier sozusagen ins Nahinfrarote gehe, dann sieht man jetzt eine Menge von Sternen. Wenn Sie da mal in diese Säulen hineinschauen, diese dunklen Staub- und Gassäulen, dann, die man vorher gar nicht sehen konnte. Also diese Infrarotbeobachtung erlauben es uns jetzt, wirklich wichtige Himmelsregionen zu analysieren, die sonst gar nicht zugänglich wären. Und deswegen ist es eben sehr wichtig, hier ganz empfindliche und auch von der Winkelauflösung her scharfe Aufnahmen zu erreichen. Ein anderer Aspekt ist sozusagen auch, dass wenn wir jetzt sozusagen zurückschauen in die Frühgeschichte unseres Universums, es ist ja entstanden vor 13 Milliarden Jahren durch den Urknall und dann hat sozusagen in einer relativ kurzen Zeit, innerhalb von ein paar hunderttausend Jahren, ist diese enorm heiße Gas- und Plasmawolke abgekühlt und hat dann sozusagen in der Zeit danach ist erstmal natürlich alles neutral geworden, dann hatten wir nur Gas quasi und dann ist sozusagen eine Epoche gewesen, wo dann die ersten Sterne entstanden sind durch die Gravitationszusammenfall von diesem Material, was da entstanden ist. Da gab es gewisse Dichteschwankungen schon eingeprägt durch den Urknall und da sind dann irgendwann die ersten Sterne entstanden und die haben dann sozusagen durch ihre vor allem ultraviolette Strahlung dieses Gas wieder ionisiert und das ist eben so die Epoche, die wir als Reionisierung bezeichnen, aus der dann sozusagen die ersten Galaxien entstanden sind und die dann eben zu dem geworden sind, was wir heute beobachten. Und diese frühe Epoche des Universums, die ist eben sehr interessant. Da gibt es eine Menge von Theorien, wie die Galaxien entstanden sind und die wollen wir jetzt eben wirklich zum ersten Mal mit James Webb analysieren. Und da ist es eben extrem wichtig, sozusagen zum einen wegen dieser Rotverschiebung der entfernten Quellen, als auch wegen einfach der Schwäche dieser Objekte ein extrem empfindliches Observatorium zu haben. Und das wird nur James Webb leisten können. Ein anderes Wissenschaftsfeld, was auch in letzter Zeit geradezu eine Revolution erfahren hat, das haben Sie auch sicher mitbekommen, in den Medien ist es ja ständig auch präsent, sind die extrasolaren Planeten. Das sind sozusagen Planeten nicht in unserem Planeten Sonnensystem, sondern um andere Sterne, wo wir mittlerweile wissen, dass quasi das nichts Besonderes ist, sondern die Regel, dass eben Sterne Planeten haben und die aber auch teilweise ganz anders sind als die Planeten, die wir in unserem Sonnensystem haben. Die sind teilweise viel heißer, viel näher am Zentralgestirn dran oder sehr exotisch. Und nachdem wir jetzt sozusagen zwei Jahrzehnte lang solche Planeten entdeckt haben, sind wir jetzt wirklich in die Position gekommen, die auch zu charakterisieren. Das ist jetzt wirklich der interessante neue Aspekt, dass wir beginnen, sozusagen deren Atmosphären zu untersuchen, woraus die zusammengesetzt sind und auch die Komposition der Planeten selbst. Und Sie sehen hier auf der rechten Seite unten ein simuliertes Spektrum von einem ja relativ artähnlichen Planeten von der Masse her, das wir hier am Institut sozusagen simuliert haben. Und Sie sehen jetzt hier im Infraroten charakteristische Fingerabdrücke von der Zusammensetzung. Das sind Moleküle wie Ozon, die wir auch bei uns in der Atmosphäre haben, Methan, Wasser. Also man kann sozusagen so einen Fingerabdruck bekommen von der Atmosphäre eines Planeten um einen fernen Stern, wenn man eben entsprechende Genauigkeit und Empfindlichkeit hat. Und es sind relativ schwache Objekte. Da muss man mit einem großen Teleskop wie James Webb immer noch relativ lange beobachten dann. Und das ist sozusagen ja die Motivation, eben so ein ehrgeiziges Projekt anzufangen, wie wir jetzt mit dem James Webb Weltraumteleskop vor uns haben. Also es ist wirklich ein riesiges Teleskop, wenn Sie sich das hier anschauen. Ich habe ein paar Daten da zusammengefasst auf der rechten Seite. Das Teleskop selbst hat eine Dimension 21 mal 14 Meter groß. Das ist letztendlich so groß wie ein Tennisplatz. Die Größe ist vor allem gegeben durch dieses silberglänzende Sonnenschild, was erforderlich ist, um dieses große Teleskop, was Sie sehen, mit 6,5 Metern Durchmesser abzukühlen. Also das Teleskop strahlt quasi seine thermische Energie ab in den ins kalte Weltall und kühlt dadurch im Laufe der Zeit ab und wird am Ende 45 Grad Kelvin kalt, also minus 230 Grad Celsius. Und dann ist es eben sozusagen so kalt geworden, dass es nicht mehr durch seine Eigenemission die wissenschaftlichen Instrumente stört, die darüber hinaus noch gekühlt worden, teilweise noch viel kälter sind. Also dieses kälteste Instrument an Bord, es hat nur 7 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Und
diese Umgebung ist eben erforderlich, um wirklich empfindliche Messungen zu machen. Und das Schöne ist auch, dass sozusagen die Kühlung in dem Fall passiv ist und mit einer Kühlmaschine, das heißt, die kann im Prinzip ja eine lange Zeit aufrechterhalten werden, nicht wie bei früheren Missionen, wo teilweise dann ein Kühlmittel einfach verbraucht wird. Die Betriebsdauer ist erstmal für 5 Jahre wirklich definiert gewesen, aber das ist mehr so eine Engineering-Zahl gewesen, dass man eben wirklich sicherstellt, dass es mindestens 5 Jahre funktionieren wird. Aber in Wahrheit erwarten wir eigentlich, dass das Observatorium deutlich länger funktionieren wird, mehr als 10 Jahre. Und eine Besonderheit ist auch, dass nicht wie Hubble sozusagen das Teleskop direkt über der Erde fliegt, sondern es wird sozusagen relativ weit weg von der Erde stationiert, 1,5 Millionen Kilometer weg, mit dem Hintergrund, dass man von dort aus den Mond, die Sonne und die Erde immer in einer Himmelshemisphäre hat und dadurch quasi deren thermische Störstrahlung ausschalten kann. Und ich meine, so ein großes Projekt, klar, das kann man als einzelnes Land gar nicht stemmen. Das ist deswegen eine weltweite Kooperation zwischen USA, Europa, Kanada. Und Sie sehen da unten so eine Skizze des Zeithorizontes. Also es ist wirklich ein Projekt, was jetzt eben seit 25 Jahren mehr oder weniger seit dem konkreten Missionsvorschlag verfolgt wird. Und seit mehr als 20 Jahren werden wirklich da technologische Entwicklungen und gemacht und gebaut. Und es ist auch nochmal ein schönes Bild hier, da, wo man sich die Dimension nochmal vergegenwärtigen kann. Also das ist ein 1:1 Modell vom Deutschen Museum. Das hatten wir mal hier in Deutschland bei einem Meeting, was wir hier in München hatten. Und es ist schon gewaltig, wenn man sich vorstellt, jetzt dieses Instrument ins All schießen zu müssen. Und sehr beeindruckend, denke ich. Und es ist natürlich auch klar, dass man das so nicht machen kann. Und man muss es eben quasi kompakter bekommen. Und das zeige ich jetzt gleich. Also hier nochmal kurz die wesentlichen Teile. Man hat sozusagen hier den Hauptspiegel, dieses große Sonnenschutzschild darunter aus mehreren Lagen, um quasi die thermische Strahlung der Erde, Sonne, des Mondes abzudecken. Und im zentralen Bereich hat man dann hinter dem Teleskopspiegel das Beobachtungsinstrumentenmodul. Da befinden sich jetzt die einzelnen Messgeräte. Das sind Kameras, Spektrographen, um die Strahlung spektral zu zerlegen, um quasi solche Fingerabdrücke aufzunehmen. Und auf der Unterseite, da hat man jetzt sozusagen ja so die Versorgungseinrichtungen. Da gibt es ein großes Array von Solarzellen, um den elektrischen Strom herzustellen. Da gibt es sozusagen eine Kommunikationsantenne. Man muss natürlich diese ganzen Daten auch zur Erde bringen, was auch gar nicht so einfach ist über die große Entfernung. Und dann gibt es da noch so was Besonderes hier, diese Momentenklappe, die dient dazu, dass man sozusagen die Drallräder, die man an Bord hat, um den Satelliten zu positionieren, ab und zu wieder entladen kann, um das Drehmoment dann loszukriegen gegen den Strahlungsdruck von der Sonne sozusagen. Ja, und ich habe es schon angedeutet, das Besondere hier ist, dass man eben so ein großes Teleskop natürlich gar nicht als Ganzes ins All schießen könnte. Man kann natürlich jetzt nicht 20 mal 15 Meter große Einrichtungen in eine Rakete packen. Und deswegen ist das ganze Teleskop beim Start massiv gefaltet in allen Variationen. Alle Teile sind sozusagen verpackt und die müssen sich jetzt dann nach dem Start entfalten und auseinanderkommen. Und das ist eben etwas, warum das Teleskop so viel Entwicklungszeit auch erforderlich gemacht hat, weil eben so viele entfaltbare Strukturen, all die Einrichtungen sozusagen zu haben, dass das erfolgreich funktioniert. Man darf nicht vergessen, es ist nicht um die Erde. Man kann da nicht einfach irgendwie hinfliegen und es dann reparieren, wenn was nicht geht, weil es muss hundertprozentig zuverlässig funktionieren. Und das ist eben eine Thematik, die wir oft in der Raumfahrt haben, dass man eben jetzt unendlich viel, will ich schon sagen, Tests durchführen muss, um wirklich das sicherzustellen. Man muss einen immensen Aufwand betreiben, um all diese Einrichtungen zu testen, überzutesten, dass man eben garantiert sicher sein kann, dass da kein Fehler auftaucht. Und das macht eben einen Großteil auch dieses Aufwandes aus und der Zeit und auch der Kosten natürlich. Und die sind wirklich auch enorm. Also insgesamt sind jetzt in das Projekt seit 25 Jahren 10 Milliarden Euro geflossen. Es ist damit natürlich, ja, mit Sicherheit das teuerste und komplexeste Astronomieprojekt, was man so jemals gemacht hat. Hier habe ich eine kurze Sequenz, da kann man jetzt kurz sehen, was alles passieren wird nach dem Start. Also wenn sozusagen James Webb im November startet, in den ersten Tagen nach dem Start, da werden jetzt im Wesentlichen diese Prozesse ablaufen. Also es wird dann erstmal sozusagen als ersten Schritt
die Solarpanel ausgefahren, dass man Strom gewinnen kann. Es gibt eine kleine Antenne, um sozusagen jetzt Kommunikation mit dem Satelliten zu haben. Das ist noch nicht sozusagen die Hauptdatenverbindung, einfach nur eine Kommunikation, um jetzt diese verschiedenen Prozesse anzustoßen. Und dann wird sich eben relativ schnell dieses große Sonnenschild entfalten. Das ist natürlich ein sehr riskanter, längerer Vorgang, denn diese sind sehr feine Lagen von einer sehr dünnen Folie, die sich jetzt da ausfalten, auch dann spannen müssen. Und dann waren die auch, wie Sie hier sehen, untereinander auseinandergezogen, damit dann sozusagen dazwischen ein Abstand entsteht. Und das ist eben erforderlich, dass jetzt das Teleskop selbst abkühlen kann. Und dann wird irgendwann der Sekundärspiegel hier ausgefahren. Und dann letztendlich wird dann der Hauptspiegel in die volle Form gebracht. Und das ist aber natürlich damit noch nicht getan. Denn man kann sich jetzt vorstellen, der Spiegel muss natürlich am Ende ja die volle optische Oberflächengenauigkeit haben. Und die hat er natürlich erstmal noch nicht, weil diese einzelnen Elemente erstmal nur für sich natürlich ein optischer Spiegel sind. Man sieht hier auf dem Bild den Hauptspiegel, der sieht erstmal natürlich toll aus und sauber und präzise, aber es ist dann wirklich noch ein großer Schritt, den sozusagen in Form zu bringen, dass eben jeder einzelne Spiegel relativ zum anderen mit einer Genauigkeit von wenigen Nanometern eben positioniert wird, was eben am Anfang dann der Mission ein sehr anspruchsvoller Vorgang sein wird. Die einzelnen Spiegel, das sieht man hier, das sind 1,3 Meter Spiegel, die sind aus Beryllium, die sind extrem leicht gewichtet, also jeder wiegt da nur noch 20 Kilogramm, das sind quasi 95%, ja 92% steht ja vom Material entfernt worden, sind sehr genau. Und da sieht man die Rückseite, da sieht man, dass es so eine Honigwabenstruktur ist. Und die haben jetzt eben alle komplexe Ansteuerungen auf der Rückseite, auch wieder viele Mechanismen, um die dann eben wirklich fein abzustimmen, um die genau in eine optische Oberflächenform zu bringen. Und da ist natürlich auch eine Menge von Komplexität drin, die natürlich am Ende ja auch fehleranfällig ist. Also jeder einzelne Aktuator, den man dann am Ende hier hat, ist natürlich ein gewisses Risiko. Und das macht diese Aktion, diese Mission wirklich so komplex und so langwierig und versetzt natürlich jetzt auch alle Beteiligten irgendwo in große Spannung, dass am Ende auch alles funktioniert. Aber es ist, wie gesagt, wirklich viel getestet worden und wir haben alle das Beste getan, dass das eben wirklich sichergestellt wird. Jetzt noch so, hier sieht man auch schön nochmal so die Dimensionen da auf der linken Seite, das ist quasi so die Hauptstruktur von dem Hauptspiegel. Da unten sind zum Größenvergleich zwei Ingenieure bei NASA hier das ist im Prinzip in Los Angeles zu sehen. Und wo auf dieser Kohlefaserstruktur, auf der das dann alles montiert wird, das war sozusagen die Hauptspiegel, als die angeliefert worden sind, verpackt in solchen Schutzbehältern. Und dann sind die alle eben einzeln erstmal da positioniert worden auf dieser Struktur mit einem Roboterarm, der das unterstützt hat, der die dann sozusagen im Lauf von einigen Wochen und Monaten auf dieser Struktur untergebracht hat. Also es sind alles Schritte, die sozusagen in den letzten Jahren passiert sind. Hier gibt es auch nochmal eine kleine Sequenz, wo man das eben sieht, wo das dann eben sozusagen quasi schon semi-automatisch und vor allem in der Serienfertigung, wenn man so will, passiert ist, weil es eben so viele Spiegelsegmente sind, die man da unterbringen muss. Also da muss natürlich auch am Ende, es ist natürlich nicht nur die Technologie, das irgendwo zu bauen für den Satelliten, sondern auch die ganze Messtechnik drumherum, das muss natürlich auch alles entwickelt worden und vorbereitet worden. Das muss man natürlich auch sehen, dass es nicht nur quasi das Produkt ist, was da entwickelt worden muss, sondern das Ganze drumherum muss entwickelt worden. Und die ganzen Kosten, die natürlich da reinfließen, das ist im Wesentlichen gar nicht mal Material, was am Ende ins All geschossen wird, sondern wirklich die Arbeitszeit von diesen unglaublich großen Teams, die jetzt über 25 Jahre quasi gearbeitet haben und natürlich da auch eine Menge Erfahrung gesammelt haben, die auch existent jetzt noch ist und die natürlich für andere Projekte auch eingesetzt werden kann. Also von daher ist dann auch, wenn man jetzt sich vorstellt, da geht irgendwas schief, ist natürlich nicht so, dass dann dieser ganze Wert unmittelbar verloren wäre. Hier ist noch ein Bild, genau auf der Rückseite, es sind einfach ein paar Impressionen, die zeigen, was das natürlich auch für ein Aufwand ist, so ein Teleskop für den Weltraum wirklich zu machen. Sie sehen die Leute alle hier mit diesen Masken, den Anzügen, das ist in dem Fall natürlich lange vor Corona gewesen, ist natürlich schlichtweg die Reinraumumgebung, die man da hat, um dafür zu sorgen, dass eben keine Partikel an Bord sind, die so einen Mechanismus stören können. Da kann am Ende schon ein Staubkorn ausreichen, was in einem empfindlichen Mechanismus liegt, der dann sozusagen ein Kugellager blockieren kann. Also das will man natürlich alles vermeiden.
Und die schiere Größe von allem sieht man auch hier, also zum Transport zum Beispiel von Teilen. Das ist gar nicht der ganze Satellit, sondern das ist jetzt wirklich nur das Teleskop, was man hier transportiert hat. Da braucht man dann gleich mal das eines der größten Transportflugzeuge, die man so zur Verfügung hat. Also in dem Fall ist es eine C5 Galaxy, die man da eingesetzt hat, um das Teleskop jetzt aus Los Angeles zum Kryotest nach Houston, Texas zu bringen. Und das ist eben hier eine interessante Sache gewesen. Sie mögen sich erinnern, beim Hubble-Weltraumteleskop war ja das große Desaster am Anfang, dass sozusagen der tolle Hauptspiegel, den man da drin hat, zwar perfekt geschliffen war, aber er hat eben eine falsche Form gehabt und hat am Ende erstmal unscharfe Bilder produziert. Und es war sozusagen ein Fehler, dass man eben am Ende nicht quasi eine Gesamtmessung gemacht hat des gesamten Systems und dann eben sozusagen das Teleskop als Ganzes abgenommen hat, sondern nur sozusagen die Oberflächengüte von dem Spiegel gemessen hat. Und das hat man eben jetzt hier bei James Webb nicht gemacht. Man hat wirklich den ganzen Spiegel in einer Kammer bei der Betriebstemperatur von minus 220 Grad sozusagen vermessen. Und das ist natürlich auch ein immenser Aufwand. Und da gab es auch nur eine Kammer sozusagen, wo man das machen kann. Die kommt noch aus der Apollo-Zeit, wo man früher die Mondfähre quasi und die Kapsel getestet hat. Also das ist eine riesige Vakuumkammer, die man dann mit flüssigem Stickstoff, mit Tankladungen von flüssigem Stickstoff abkühlen kann und da drin solche Messungen machen kann. Also das ist hier eine Aufnahme, das hat man dann sozusagen drumherum alles zu einem Reinraum umgebaut. Sie sehen hier das Teleskop, was dann da reingefahren wird und hier ja die beteiligten Ingenieure. Und dann wurde das sozusagen in dieser Kammer den Weltraumbedingungen ausgesetzt und dann sozusagen getestet. Und es hat natürlich alles erfolgreich, ja, die Tests bestanden. Und wir wissen sozusagen, dass es eben als Gesamtsystem wirklich hervorragend funktioniert. Ähnliche Tests sind natürlich für alle anderen Komponenten auch gemacht worden. In dem Fall hier das Sunshield, da hat man geschaut, ob es sich richtig entfaltet. Ein wesentlicher Test ist auch immer für Weltraummissionen ein Schütteltest. Man muss sozusagen diese starken Vibrationsbelastungen simulieren, die man beim Raketenstart hat, und da kommen die sozusagen auf einen riesigen Schütteltisch drauf, der eben dann elektromechanisch diese starken Vibrationen simuliert. An Bord jetzt sozusagen, um die ganzen Aufnahmen zu machen, sind jetzt vier Instrumente, die sind in so einem zentralen Modul untergebracht, und das ist auch quasi da, wo unser Beitrag im Wesentlichen hier aus Heidelberg und von anderen Instituten liegt. Also wir haben sozusagen bei diesen Instrumenten mitgebaut, mit denen wir natürlich am Ende ja unsere Beobachtungsdaten gewinnen wollen. Das sind jetzt verschiedene Messmethoden möglich, man kann Aufnahmen machen, man kann Spektroskopie betreiben und das eben mit ganz verschiedenen Farbfiltern, mit verschiedenen spektralen Auflösungen, auch Multi-Objekt-Spektroskopie betreiben, dass man eben in einer Einstellung quasi verschiedene Objekte spektroskopisch untersuchen kann. Und um das zu machen, da sind halt auch eine Menge von Kniffen möglich. Also wir haben hier eben solche Mechanismen gebaut, das sehen Sie hier, das ist jetzt sozusagen ein Teil von so einem Instrument, da kann man jetzt, wie Sie auf diesen ganzen optischen Elementen hier sehen, verschiedene Farbfilter in den Strahlengang bringen, auch Koronographenmasken, um zum Beispiel helle Sterne auszuschalten. Und das ist eben, ja, es ist eben erforderlich, um eben so ein Instrument wirklich zu haben, das sehr leistungsfähig ist. Es ist natürlich immer ein Risiko, so einen Mechanismus zu haben, weil der kann natürlich ausfallen, da kann irgendwas schiefgehen und der bleibt am Ende irgendwo stehen, was nicht passieren soll, aber dann hätte man natürlich ein großes Problem. Deswegen oftmals, wenn es nicht sein muss, will man natürlich verhindern, sowas einzubauen. Aber der Nachteil ist, dass man natürlich nicht so viele Möglichkeiten hat. Und mit diesen ganzen Mechanismen kann man eben sehr viel Beobachtungsmodi einstellen und kann halt sehr viel unterschiedliche Daten gewinnen. Und hier sind auch noch so ein paar Eindrücke, die aus unserer Entwicklung quasi, die wir hier gemacht haben. Also das sind jetzt zum Beispiel auch solche Kalttests, wo man in dem Fall bei minus 266 Grad Celsius bei 7 Kelvin solche Performance-Tests gemacht haben, um eben zu überprüfen, dass es dann wirklich auch bei diesen ultrakalten Temperaturen erfolgreich funktioniert und dass da eben die Lebensdauer erreicht ist, dass da nichts nach so einem Schütteln passiert. Also das sieht man zum Beispiel hier, dieses Video, da ist so ein Schütteltisch, wo man jetzt teilweise mit 30, 40-facher Erdbeschleunigung diesen Mechanismus belastet und eben überprüft, dass er erfolgreich funktioniert nach dem Raketenstart. Also es ist eine Menge von Technologie und Tests, die da drin stecken, um wirklich dafür zu sorgen, dass am Ende alles erfolgreich funktioniert. Ja, nach all der langen Entwicklungszeit ist jetzt wirklich der Moment gekommen, wo man mit dem Teleskop fertig ist. Es gab natürlich eine Menge von Verzögerungen. Sie haben es vorher auch vielleicht in dem Film gesehen am Anfang, da stand noch drin 2018. Dann sind locker mal wieder 3 Jahre ins Land gegangen.
Und aber nach allem ist jetzt wirklich der Punkt erreicht. Wir haben jetzt sozusagen August 2021, im letzten Monat gab es den sogenannten Launch Readiness Review. Das ist sozusagen ein Review, wo man eben feststellt, dass alles wirklich jetzt startbereit ist. Und ich habe hier auf der linken Seite nochmal so ein paar Meilensteine zusammengefasst in den letzten Jahren, was da noch passiert ist. Das ist natürlich diese beiden Teile, die sieht man hier schön getrennt. Das ist das eine Teleskop-Instrumentenmodul und das ist sozusagen der restliche Satellit mit diesem großen Sonnenschild. Die sind zum großen Teil getrennt, entwickelt und getestet worden und sind dann letztendlich ja im letzten Jahr im Wesentlichen erst dann zusammengekommen und haben dann noch eine Menge von Tests hinter sich gebracht, wo man die nochmal als Gesamtsystem getestet hat. Und alles war jetzt wirklich erfolgreich und es steht jetzt eigentlich nichts mehr im Weg, dass man im November diesen Jahres einen Start hat. Und der Start wird auf einer Ariane 5 erfolgen. Ja, hier, das sind noch quasi die letzten Aufnahmen, die ich jetzt sozusagen gefunden habe in den letzten Tagen. Das ist jetzt quasi hier, da wurde das Optik-Cover entfernt von dem Eintrittsfenster quasi vom Sekundärspiegel dann zu den Instrumenten. Das ist jetzt weg. Und dann als letzten Schritt hat man dann quasi hier dieses Sonnenschild nach oben geklappt in die Startposition. Und jetzt wird dann sozusagen als nächster Schritt demnächst das auf dem Schiff nach Französisch-Guyana gebracht, nach Kourou, zu einem europäischen Spaceport und wird dann auf einer Ariane 5 gestartet. Und ja, also wir sind natürlich alle jetzt sehr gespannt darauf und hoffen, dass da alles gut geht. Und wenn das passiert, dann glaube ich, kann man guter Hoffnung sagen, dass James Webb uns wirklich fantastische neue Einblicke ins Weltall liefern wird mit der Leistungsfähigkeit der Instrumente an Bord und dieses Observatoriums. Und das wird sicher ganz tolle, neue, bahnbrechende Ergebnisse liefern. Und ja, da bin ich jetzt auch schon am Ende meines Vortrags angekommen. Ich möchte noch den von nächster Woche ankündigen. Und zwar geht es am 10. August am Dienstag um die Visualisierung relativistischer Effekte, eine Tour zu Sehenswürdigkeiten der Welt Albert Einsteins. Und ja, dann danke ich Ihnen für Ihr Interesse, für die Aufmerksamkeit und würde jetzt hier noch sein, um Fragen zu beantworten, wenn denn solche wären. So, ich sehe jetzt die erste Frage, die lautet, kostet das James Webb Space Telescope wirklich 1 Milliarde, Bau und Betrieb? Wer hat das finanziert? Also es ist noch viel schlimmer, es kostet nicht 1 Milliarde, sondern es kostet 10 Milliarden. Und finanziert hat es im Wesentlichen die amerikanische Seite. Also das ist ein Projekt quasi zwischen USA, Europa, Kanada. Die Amerikaner sind im Wesentlichen für den Satelliten verantwortlich und der verschlingt einen Großteil der Kosten. Also man kann sagen, 80% wahrscheinlich der Gesamtkosten ist amerikanische Mittel. Das sind öffentliche Mittel. Das NASA-Budget sind öffentliche Mittel auf der amerikanischen Seite. Und bei uns ist es das Ähnliche. Also unsere Beiträge sind natürlich auch öffentlich finanziert und die sind da eingeflossen. Die zweite Frage, wenn das Teleskop in so weiter Entfernung von der Erde stationiert wird, hat der Einfluss auf die Zeitverzögerung der Funksignale? Es ist natürlich nicht so weit in Dimensionen der Lichtgeschwindigkeit. Also es sind 1,5 Millionen Kilometer. Das sind also 5 Sekunden quasi Lichtlaufzeit. Wenn man sozusagen eine Online-Kommandierung dann macht, und das wird man sozusagen am Anfang machen, wenn man das Teleskop in Betrieb nimmt, ja, da wird man diese 5 Sekunden hin und 10 Sekunden dann zurück, wird man natürlich irgendwo relativ theoretisch bemerken, aber das hat keinen großen Einfluss. Und später werden dann auch die meisten Programme ohnehin autonom ablaufen. Also da wird man auch nicht in einem Dauerkontakt sein, sondern viel wird automatisch sozusagen ablaufen und man wird dann quasi immer einmal pro Tag dann neue Sequenzen hochladen und dann wird sozusagen mehr oder weniger autonom beobachtet. Die nächste Frage, kann das Teleskop so weit draußen durch Weltraumschrott zerstört werden? Also durch Weltraumschrott in dem Sinne, wie wir den eben wirklich in den erdnahen Umlaufbahnen haben, sicher nicht. Also da sind zum Glück noch nicht so viele Objekte am Lagrange-Punkt 2. Es ist natürlich generell, man kann natürlich jetzt sich fragen, ob der Durchflug bis dahin durch den niedrigen Erdorbit ein gewisses Risiko hat. Da natürlich im Prinzip wird es natürlich immer zu einem größeren Problem, das stimmt. Aber da draußen, denke ich, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering. Da sind natürlich dann am Ende eher Themen wieder Mikrometeoriten, denn wir haben natürlich in unserem Sonnensystem viele kleine Körper, das sind kleine Partikel, kleine Staubkörner, die da durch die Gegend fliegen. Und die können natürlich, und das ist natürlich da auch berücksichtigt worden bei den Analysen, vor allem dieses Sonnenschutzschild natürlich treffen. Die werden das im Laufe der Jahre sicher auch durchlöchern.
Und da wird man eben eine gewisse Degradation haben, aber das wird relativ langsam sein. Also das wird mit Sicherheit nicht in den ersten Jahren so einen großen Effekt haben. So, die nächste Frage, die ich hier lese, ist, wie kommt man denn von 40 Kelvin im Segel zu wenigen Kelvin im Messinstrument? Das ist eine gute Frage und das betrifft im Wesentlichen unsere Mittelinfrarotkamera, das MIRI-Instrument, und das hat eine Kühlmaschine an Bord. Also das ist quasi wie ihr Kühlschrank zu Hause, da ist sozusagen ein Kompressor drin und der Kompressor, der komprimiert dann eben Helium als Gas und wenn das expandiert, dann kühlt es. Und mit dieser Kühlmaschine kann man dann sozusagen diese restliche Differenz von 40 Kelvin runter zu diesen 7 Kelvin erreichen. Klappt es mit dem Start im November diesen Jahres? Also das ist im Moment natürlich die große Hoffnung. Es gibt gute Nachricht, und zwar, was jetzt noch so ein bisschen dazwischen stand zu diesem Starttermin, war die Ariane 5. Die hat nämlich zuletzt ein bisschen Probleme gehabt im letzten Jahr. Die hatten mit der oberen Stufe quasi, also nicht mit der Raketenstufe, sondern mit der Nutzlastverkleidung, dem Fairing, gewisse Schwierigkeiten, und haben jetzt aber gerade, haben Sie vielleicht mitbekommen, am 30. Juli war gerade mal eine Woche her, war sozusagen der erste Ariane 5 Flug diesen Jahres, und der ist erfolgreich verlaufen, und wir haben jetzt sozusagen im August noch einen weiteren Ariane 5 Flug, und wenn der auch erfolgreich verläuft, dann ist erstmal von der Ariane-Seite auch nichts mehr im Weg. Und also nach allem, was wir wissen, ja, gehen wir natürlich jetzt im Moment erstmal auf so einen Start im November dieses Jahres zu. Ob das dann am Ende, ich meine, ist am Ende natürlich, wenn es dann vor Ort ist, wenn dann am Ende das Wetter auch noch eine Rolle spielen kann, wenn bei so einem komplexen Instrumentarium immer noch irgendeine kleinere Überraschung bei den letzten Messungen ist, dann kann es natürlich locker nochmal irgendwie eine kleinere Verzögerung geben. Aber man will natürlich das dann wirklich auch loshaben. Und das ist natürlich auch da keine gute Umgebung mehr, im Regenwald sozusagen das da stehen zu haben. Also da wird dann jeder Druck da sein, das so schnell wie möglich zu starten. Und es gibt auch kein richtiges Startfenster. Also man kann im Prinzip den James Webb dann auch wirklich eigentlich quasi täglich starten. Also gibt es dann keine großen Einschränkungen. Was ist die weiteste Entfernung, für die Objekte mit diesem Teleskop beobachtet werden können? Also das sind ganz klar natürlich die Objekte, die sozusagen kurz nach dem Urknall entstanden sind. Da ist natürlich jetzt erstmal noch die theoretische Frage, wann sind dann überhaupt die ersten Sterne entstanden? Was man dann typischerweise in dieser Epoche des frühen Universums macht, ist, dass man denen dann Rotverschiebungen zuordnet, also eine Rotverschiebung von 10, von 20. Und irgendwo in diesem Bereich, da sind dann quasi ja die ersten Sterne, Galaxien entstanden. Und das ist sozusagen die Entfernung, wo wir da hinschauen wollen. Also das sind in Lichtjahren dann 13,6, 13,7 Milliarden Lichtjahre, relativ, ja, wirklich an der Grenze, wo man dann überhaupt nur hinschauen kann, weil dann irgendwann natürlich das Universum nicht mehr transparent ist und dann eben dann irgendwo die kosmische Hintergrundstrahlung quasi alles verbirgt, was davor war. Dann habe ich eine weitere Frage, mal den Worst Case gedacht. Der Start geht schief, das Instrument wird dabei zerstört. Würde man mit einem Nachbau beginnen? Ja, das ist natürlich eine relativ schwierige Frage. Also man meint, das Gefühl ist natürlich, dass man irgendwie denken würde, das kann ja dann nicht wahr sein, dann müsste man es ja beinahe tun. Es ist natürlich extrem teuer gewesen und da muss man mit Sicherheit, ja, das kann ich jetzt hier sicher nicht beantworten. Es wird eine schwierige Frage sein, was man dann da macht. Also das ist, glaube ich, nicht zu beantworten, die Frage zum jetzigen Moment, würde ich mal leider vermuten. Wäre es nicht weniger aufwendig gewesen, mehrere kleine Teleskope zu bauen und diese bei Bedarf zusammenzuschalten, wie man das zum Beispiel mit dem Event Horizon Teleskop gemacht hat? Das gilt sicher für die Winkelauflösung. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine hohe Winkelauflösung erreichen will, macht man ja oftmals Interferometrie, dass man quasi so einen großen Teleskopspiegel emuliert und durch kleinere Blenden und die sozusagen in Phase quasi zusammenschaltet. Das kann man aber natürlich nur machen für relativ helle Objekte, und gerade im Infraroten ist eben so, und gerade diese schwachen Quellen, von denen ich gerade gesprochen habe, die sind wirklich extrem lichtschwach. Also man braucht einfach die Lichtsammelfläche, und jetzt sozusagen mehrere Teleskopspiegel dazu fliegen, die gleiche Gesamtfläche haben, das ist am Ende, glaube ich, auch nicht wirklich teurer. Ich meine, und dann muss man natürlich auch sehen, auch wenn ich jetzt einen kleineren Spiegel habe, ich muss natürlich den auch dementsprechend kalt machen. Das heißt, ich brauche eigentlich einen großen Overhead schon mal, dieses Sonnenschild, was ich da habe, das brauche ich auch, wenn der Spiegel ein bisschen kleiner ist. Das kann man natürlich ein bisschen kleiner machen.
Aber ich denke sozusagen, das war sicher ein Trade-off, ein Engineering-Trade-off, den man am Anfang hatte, eine Abwägung, dass man eben gesagt hat, das ist sozusagen von den Kosten und von den wissenschaftlichen Zielsetzungen der Empfindlichkeit ist es auch die ökonomischste Lösung sozusagen, da so eine Konfiguration zu haben. Und die Empfindlichkeit ist eben wirklich ein ganz entscheidender Punkt, weil man eben die auch nur mit diesen niedrigen Temperaturen und so einer großen Teleskop-Sammelfläche erreichen kann. Wie ist die Energieversorgung von James Webb gelöst worden? Solarzellen hatte ich im Bild nicht gesehen. Also die sind da an Bord. Das ist im Prinzip ein großes Panel von Solarzellen an Bord. Ich schaue mal gerade, ob man das hier sieht. Ja, ich müsste jetzt zu weit zurückschauen. Also es ist ganz klassisch. Es ist sozusagen, ich mache nochmal das eine Bild auf, da sieht man es eigentlich ganz gut. Also hier sieht man sozusagen an der Unterseite vom Satelliten, da ist ein recht großes Modul von Solarzellen und damit ist sozusagen die Energieversorgung geregelt. Muss das JWST auf seiner Position im Weltraum öfters eine Positionskorrektur ausführen? Ja, das muss es. Also dieser L2-Punkt, das ist quasi eigentlich gar kein Punkt, sondern das ist sozusagen mehr oder weniger ein Orbit, ein relativ großer Orbit mit einem Durchmesser von 300.000 Kilometern, der da geflogen wird. Und der wird in der Tat regelmäßig angepasst. Also da gibt es an Bord auch ein Triebwerke. Also das sind Triebwerke, chemische Triebwerke mit Hydrazin, wo man sozusagen dann wirklich ein Triebwerk zündet und das eben wieder positionieren kann. Und das wird durchgeführt und das muss man auch durchführen, weil sonst eben teilweise das eben einfach wegdriftet von diesem gewollten Orbit. Was ist denn der nächste Traum der Instrumentenbauer? Mehr Auflösung, Interferometrie mit zwei Satelliten oder mehr Licht, vielleicht ein großes Teleskop auf dem Mond? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Und ich meine, wir sind natürlich hier im Haus auch in der Tat in diese nächsten Träume bereits involviert. Und da sind einige Sachen, ja, sind im Prinzip auch angesprochen, die wir auch schon untersucht haben. Also diese Interferometrie zum Beispiel, das ist ein Thema, was wir momentan anschauen. Das ist natürlich sehr spannend, weil man dann eben wirklich noch eine deutlich höhere Winkelauflösung erreichen kann. Und vor allem für so Fragen wie zum Beispiel jetzt einen Exoplaneten, der ganz nah an einem Stern liegt, da wird man nur mit der Interferometrie quasi so eine hohe Winkelauflösung erreichen können, dann sozusagen durch negative Interferenz das zentrale Licht ausschalten. Also das wird, was man untersucht. Das Mondteleskop, das war mal ein großes Thema. Ich meine, das Mondprogramm ist natürlich immer noch aktuell, sowohl bei den Amerikanern und bei den Europäern, ja. Und also wenn es zu so einem wirklich erfolgreichen Mondprogramm kommt, wird es mit Sicherheit auch, denke ich mal, so eine astronomische Komponente irgendwann mal haben. Im Moment gibt es da oft von der Instrumentenseite nicht viele aktuelle Studien, aber ich glaube, das hängt momentan einfach daran, dass man eben diese Mondstation überhaupt mal abwarten will und dann kann man sowas natürlich relativ einfach auch implementieren. Also das ist natürlich dann dort aufgestellt und es ist im Prinzip auch schon studiert worden. 12. Wird das Teleskop erst an seinem endgültigen Platz am L2 entfaltet? Nee, das wird also quasi diese Entfaltungssequenz, die beginnt eigentlich relativ schnell. Also nach dem Start, quasi ja, Stunden später, passieren da schon die ersten Dinge, dass eben zum Beispiel diese Solarzellen in Position gebracht worden, dass da die Kommunikationsantenne in Position gebracht wird. Und dann quasi diese größeren Entfaltungsschritte wie dieses Sonnenschild, das dauert natürlich dann länger. Also generell dauert es ungefähr so 3 Monate, bis man sozusagen dann in einer Konfiguration ist. Da hat man dann quasi diesen Orbit um den L2 erreicht. Und da beginnen dann auch wirklich, da sind die Temperaturen dann durch das Abkühlen auch schon so, dass man dann wirklich alle Instrumente quasi in Betrieb genommen hat. Die ersten Instrumente, die wird man auch vorher schon auf dem Flug quasi dahin in Betrieb nehmen. Also das wird sozusagen sofort eigentlich nach dem Start losgehen. Also es ist nicht so, dass man dann erstmal warten muss, bis es da angekommen ist und dann beginnt, sondern es wird quasi sofort passieren. Von wo aus wird das JWST gesteuert und überwacht worden und wird die Beobachtungszeit entschieden? Also das James Webb Teleskop, das wird im Prinzip betrieben vom Space Telescope Science Institute. Das ist im Prinzip das Zentrum, wo Hubble im Moment betrieben wird. Das ist in Baltimore in den Vereinigten Staaten. Da gibt es natürlich dann aber auch quasi Beiträge von den anderen Partnern. Da gibt es ein großes Team aus Europa und aus Kanada, die sozusagen in diesem integrierten Kommandozentrum quasi sitzen. Und da wird dann sozusagen
am Ende auch wirklich direktes Betrieben. Also es läuft jetzt nicht über irgend so ein NASA-Kommandozentrum irgendwo, sondern es ist wirklich das Kontrollzentrum dann in Baltimore, was das machen wird. Und das wird dann sozusagen die Kommunikation, die passiert dann eben über diverse Bodenstationen. Da ist auch eine europäische Bodenstation in Madrid dabei, eine in Australien und die amerikanischen Bodenstationen, dass man eben immer quasi Kontakt zum Satelliten hat. Und das ist sozusagen das Konzept, wie man das betreibt. Und die Beobachtungszeit, das ist eben das Schöne bei James Webb und das ist eben wie bei Hubble auch, das ist quasi ein Observatorium, was eben für alle Wissenschaftler wirklich zugänglich ist. Es gibt jetzt am Anfang gewisse Beobachtungszeit in garantierter Beobachtungszeit, die sozusagen die Instrumentenbauer auch bekommen haben, ein gewisser Teil. Deswegen ist sozusagen jetzt unser Lohn dafür, dass wir diese Instrumente da auch gebaut haben. Aber danach wird dann eben werden jährliche Ausschreibungen stattfinden, wo man eben Beobachtungsanträge einreicht und die werden dann von einem unabhängigen Komitee quasi begutachtet nach wissenschaftlichem Nutzen. Und dann werden sozusagen solche Programme ausgewählt und da kann sich dann jeder drauf bewerben. Und also die erste Runde sozusagen, das ist auch schon passiert, das sind quasi schon ausgewählt, das ist dann immer im Jahreszyklus. Und da hat man auch natürlich eine gewaltige Überzeichnung gehabt. Also es wollen natürlich viel mehr Leute oder Wissenschaftler dieses Teleskop nutzen, als überhaupt Zeit da ist. Und das ist natürlich dann immer ein großer Wettbewerb, sozusagen diese Zeit zu bekommen. Nächste Frage, gibt es wie bei SpaceX so etwas wie eine Webcam, mit der man das Teleskop selbst ansehen kann? Ja, die gab es die ganze Zeit. Also als es sozusagen am Goddard Space Flight Center stand, gab es so eine Webcam. Ich bin jetzt im Moment überfragt, im Moment ist es eben bei dem Industriepartner, bei Northrop Grumman, ob die sozusagen dort eine Webcam haben, dann müsste man einfach mal nachschauen. Also ich habe da jetzt zuletzt nicht mehr drauf geschaut, aber es war lange möglich, das anzuschauen, wie es zusammengebaut wird, ja. 15. Was würde es kosten, ein Radioteleskop auf dem Mond zu bauen? Ja, das hängt natürlich davon ab, was für ein Radioteleskop. Also es gibt, im Prinzip gab es einen schönen Vorschlag, und das ist so ein Konzept, was wir ja hier auf der Erde auch haben, dieses LOFAR-System, wo man quasi nur kleine Dipole sozusagen hat und die dann eben aber über eine große Fläche verteilt, vor allem bei relativ langen Wellenlängen, niedrigen Frequenzen, wirklich ganz interessante Ergebnisse liefern. Sowas könnte man auf dem Mond im Prinzip machen, auch auf der Rückseite vom Mond, dass man die sozusagen da abwirft. Das wäre relativ günstig zu machen letztendlich und man hätte natürlich da eine riesige Empfindlichkeitsvorteil, wenn man eben diese ganzen Störungen nicht hat, die man auf der Erde im Radiobereich hat. Und ein klassisches Radioteleskop, das wird natürlich auf dem Mond auch einiges kosten. Ich meine, Radioteleskope durch die langen Wellenlängen sind natürlich Radioteleskope immer relativ groß, das ist aufgrund der längeren Wellenlänge. Und die Strukturen natürlich da zu bauen, das ist natürlich erstmal Masse und Material, was man da hinbringen muss. Also ich denke, muss man natürlich gut überlegen, ob man dann wirklich sozusagen einen Benefit hat. Denn wenn ich am Ende sozusagen gar kein großes Teleskop bauen kann, dann mag mir auch ein niedriger Hintergrund gar nicht so viel bringen. Und dann, also gerade so ein Konzept wie zum Beispiel diese LOFAR-Antennen auf dem Mond, das ist natürlich was sehr attraktiv erscheint, weil man eben da so einen sehr niedrigen Untergrund dann eben nutzen kann. Und das ist, glaube ich, was man dazu im Moment sagen könnte. Ja, ich sehe, dann sind wir jetzt auch bei der letzten Frage angelangt. Also dann danke ich Ihnen nochmal allen für Ihr Interesse und hoffe, das hat Ihnen ein bisschen gefallen. Und ja, ich hoffe, Sie verfolgen den Start auch mit und wir sehen dann bald wirklich die ersten spannenden und spektakulären Aufnahmen von James Webb. Dankeschön, schönen Abend noch. Tschüss.